So, ich glaube, hier ist nichts Interessantes mehr. Jetzt können wir auch hier unten raus. Vielleicht sollten wir die Klavierseite wegstecken. Hier war doch gerade noch was. Das ist super, wenn das immer nur für so eine Sekunde auftaucht. Das ist ganz schön. Da weiß man dann direkt Bescheid. Oder auch nicht. Autoalarm. Dieser Kerl ist der. Sie sehen heute ausgesprochen gut aus. Vielen Dank, vielen Dank. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Verkleiden als. Was gibt's da für Möglichkeiten? Ach so, verkleiden als. Ja. Jetzt auch mit Sonnenbrille hatten wir vorhin, glaube ich, nicht. Eine Waffe. Gut, dann werde ich jetzt zurückgehen, denn hier ist, glaube ich, nichts mehr. Hier kann man. Man kann durchs Fenster, okay. Schön, dass Sie versuchen, fit zu bleiben. Ja, danke schön. Ich kann mir so schlecht Gesichter merken. Er sieht fast so aus wie. So, schnell weg hier. Und jetzt können wir auch in den Gerichtssaal, weil ich hier schon total viel Zeit der Folge vertrödelt habe. Deshalb jetzt die Eile. Hey, wovor laufen Sie weg? So, hey Mädels, ich bin jetzt auch da. Tolle Ausrüstung, Sir. Hey, ist das da unten dieser Typ? Ich bin mir Ja, nicht sicher. ich bin der Typ. Scheiße. Schlüsselkarte? Da brauchen wir keine Schlüsselkarte. Hey, wie sieht's aus, Mann? Sehr gut, und Ja, bei dir? okay, aber hören Sie. Hey, Mäuschen. Wir können dich ruhig stellen, mache ich aber natürlich nicht. Da ist er. Was müssen wir eigentlich machen? Müssen wir den töten? Den Kerl? Das ist ein Gag. Okay, da kommen wir raus. Wie geht's denn so? Wir müssen doch zu den Arrestzellen ruhig stellen müssen. Geht's noch ein bisschen mehr? Bleiben Sie mir vom Leib. Ich muss mal eben gucken. Wo haben wir denn hier? Sheriff Skurky. Vermutlich hat Black Dexter ihm sein Amt verschafft, im Austausch für seine Loyalität. Dexter Industries, die Pumas, die Polizei. Hope ist ein Ort im Belagerungszustand. Jemand sollte hier mal aufräumen. Aber dieser jemand bin nicht ich. Mir geht es nur um das Mädchen. Skurky hält sie irgendwo im Gerichtsgebäude fest, wahrscheinlich in den Zellen im Keller. Ich muss da rein. Das Gefängnis liegt hinter dem Gerichtssaal. Das ist der einzig logische Ort. Warum erkenne ich das auf der Karte nicht? Wo soll denn hier die Tür sein? Bin ich hier? Hey, passen Sie doch auf, Mister! Bin ich ganz bescheuert? Also mal ganz ehrlich jetzt. Bin ich das? Tja, ich kann mir einfach keine Gesichter merken. Er sieht ein bisschen aus wie dieser Typ. Ich raff es gerade nicht, oder? Oder liegt das hier hinter? Ich bin jetzt gerade verpeilt. Es sieht doch so nah dran aus. Wo ist das Problem? Fallen lassen? Ach, da! Was? Nein, es ist höher. Es ist. Jetzt sind wir nämlich wieder unten. Ey, es ist doch super blöd. Müssen wir den Typen töten, oder was? Ist gut zu wissen, dass ihr Jungs mir den Rücken frei haltet. Ich versuche das jetzt und kill den Typen. Ich finde das gerade ein bisschen blöd, dass ich noch keinen Kontrollpunkt hier gefunden habe, aber ich kriege Lassen gerade Sie auch den nichts Scheiß! auf die Reihe irgendwie. Zu den Arrestzellen gelangen. Schön, schön. So, hier wieder rein. Ich versuche jetzt nochmal mein Glück. Hey, wohin so eilig, Kumpel? Ach, es kann natürlich auch sein. Stopp. Jetzt kann ich ja in den Raum hier.
brauche ich alles nicht. Ah. Aha. Ich will jetzt hoffen, dass das die Schlüsselkarte für da vorne ist. Dieser Kerl ist der... Ich dachte nur... So, jetzt probiere ich es nochmal. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber naja, ich glaube, wir haben es ja jetzt. Gehen wir später auf den Schießstand? Scheiße. Ich habe ihn noch nie gesehen. Oder etwa doch? Oh, wir haben es aber geschafft. Ich beeile mich jetzt, damit hier... Scheiße, ich beeile mich jetzt. Fuck. Bleiben Sie, wo Sie sind, Arschloch. Hey, rühren Sie sich nicht. Okay, ich rühre mich nicht. Ich, ist doch alles gut. Scheißdreck. Denken Sie nach. Sie wollen das. Schießt du auf mich? Lassen Sie ihn einfach gehen. Scheiße. Ist das blöd. Fuck. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Da. Ich kenne Sie nicht. Okay, machen Sie jetzt. Bleiben Sie sofort. Geh rein. Da mach ich und tu hier die ganze... Fuck. Hören Sie auf, mich zu schubsen. Da mach ich hier die ganze Zeit langsam und ruhig und jetzt am Ende so ein Scheiß. Also bitte. Es darf doch nicht sein. Jetzt warte ich einen Moment. Ist das blöd? Vase und Dummyarm. Schön mit Munition eindecken, falls es doch noch hier zur Schießerei kommt. Oh oh. Ich riech eine Ratte. So, irgendwas hier draußen klingt ganz gewaltig. Ich werde mich wieder. Fuck. Ist das oberätzend. Es ist nur noch der eine, der wirklich... Ja, und der steht natürlich genau an der Tür. Ich glaube, in der Zwischenzeit, solange die da beschäftigt sind, werde ich den hier mal eben ganz schnell hier verschwinden lassen. Aber vorher, der hatte nämlich eine Mütze auf. Ich möchte unbedingt eine scheiß Mütze haben. Vielen Dank, endlich. Finde ich schon viel cooler. So, oh Gott, ich glaube, das wird wieder eine lange Folge. Aber jetzt haben wir es ja geschafft. Hoffe ich doch. Sehr schön, alles ruhig. Die Tür müsste schon auf sein. Nein, noch nicht. Aber das packen wir jetzt. Sehr schön. Errungenschaft freigeschaltet. Knastbruder. Gut. Hier, denke ich, dürften wir jetzt auch ohne Probleme weiterkommen. Ich hasse das übrigens, wenn Menschen pfeifen. Boah, ich habe immer das Gefühl, dass die wollen mich provozieren. Das provoziert mich. Ich finde das total ätzend. Das habe ich früher als Kind schon gehasst, wenn meine Mutter das gemacht hat. Oh, ist das nervig. Habt ihr das auch oder ist das nur von mir? Ist das so ein... Ist das so ein eingebildetes Ding, dass das eigentlich gar nicht schlimm ist? Hey, wie sieht's aus? Hey, ist das da unten dieser Typ? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss erstmal gucken. Ja, wunderschöne Zellen hier. Ja, solange wir hier einfach durch können, ist doch alles super. Beweis? Jetzt bin ich gespannt, was wir hier drin finden. Ob wir Victoria finden, wen wir finden und ob wir erwischt werden, wenn wir mal wieder das Schloss knacken. Aber es sieht gut aus. Victoria finden, alles klar. Hier müssen... Pack ihn nicht so grob an, Jungs. Hey, Dumpfmacke.
Sheriff Sturdy lässt grüßen. Der Häftling könnte Unterstützung gebrauchen. Ich kenne meine Rechte. Tja, jetzt kennen sie auch meine Linke. Alter, diese scheiß Bullen hier, ne? Okay, wie soll ich den... Okay, das reicht. Ich glaube, er hat's verstanden. Ich würde dem gerne helfen. Ich befolge nur Befehle. Nur ich will hier jetzt auch nicht alle töten, logischerweise. Dein Problem. Bitte! Helfen Sie mir! Da hinten ist schon unser Ziel. Was? Ich bin beschäftigt! Aber was ist mit dem Kerl? Ich will dem helfen. Ich will dem Typen helfen, verdammt. Hä? Darf ich hier nicht sein oder was habt ihr für Probleme? Das Tor öffnen, welches Tor ist das? Warum ist hier eine Kamera? Und was ist... Ach, hier kann man sich nur verstecken. Okay. Ach, wir müssen... Okay, wir müssen dahin und das Tor öffnen. Sehr schön. Aber so viele Bullen wie hier sind. Ich überlege gerade, ob ich jetzt mal mit Absicht hier eine Schießerei provozieren soll. Einsatzziel vollendet. Alles... Ah... Gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die mich hier einfach so das Tor öffnen lassen und mich durchlassen. Aber nun gut, ein Messer. Jetzt habe ich dem Typen nicht geholfen, das tut mir leid. Das tut mir echt leid, ich wollte ihm doch gerne helfen. Was ist denn hier los? Wir klettern mal hoch, gucken, wo wir da rauskommen. Ach so, hier oben drüber. Diese Scheißbullen hier, also ganz ehrlich. Arschlöcher, ey. So, da wieder runter. Ihr Assis, ne? Ganz ehrlich. Wenn du kuscheln willst, Outfit. Scheiße. Das, oh, war das dumm von mir? Scheiße. Ich bin nicht verhaftet. Ihr seid scheiße. Okay, warum kommen die mir nicht hinterher? Ich laufe mal gerade einfach weiter. Ich mag mich auch gar nicht umdrehen. Da könnte ich mich verstecken. Ich habe keine Ahnung, ob die hinter mir sind. Ich will mich nur ganz schnell irgendwo verstecken. Mal eben kurz reingehen, abwarten. Oh Gott, ist das anspruchsvoll hier. Also, ist jetzt ja nicht super schwer, aber viel mit Timing und so. Ich glaube, ich kann aber direkt wieder zurück, oder? Waffen hätten wir, glaube ich, genug. Also bis wir da hinten sind, sind die hoffentlich nicht mehr orange, sondern gelb. Fuck. Eben gucken. Die kommen. Jetzt geht er wieder weg. Je weiter ich weggehe, desto weiter geht er weg, oder wie? Sicher. Ah, alles klar. Sehr schön. Dann versuchen wir das Ganze hier nochmal. Das war auch blöd von mir, dass ich dann die Instinkt-Taste hier losgelassen habe. So, jetzt mache ich das wieder genauso. Schnell rüber auf die andere Seite. Rutschen, mein Lieber, rutschen. Ich weiß, wer du bist. Fuck. Keine Bewegung! Ist klar, sie kahler Mistkerl. Scheiße!
Lassen Sie ihn einfach gehen. Fickt euch. Scheiße, wo muss ich hin? Wo ist der beschissene Ausgang? Die beiden da unten tun mir ja nichts. Wo ist der beschissene Ausgang? Blutleiche gefunden. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auf einer ganz falschen Ebene. Ich muss hoch... Ah, muss ich da runter zu den beiden? Tun die mir was? Sind Sie? Die, hier ist doch gar nichts. Bitte, bitte, falls da jemand ist. Also, ich bin definitiv zu weit unten. Wir sterben Leute. Nochmal hoch. Leiche gefunden. Lasst mich in Ruhe, Leute. Ist mir total egal. Da. Was? Ach, hier? Hä? Entschuldigung, wenn ich das gerade nicht... kapiere, aber ich kapiere es nicht. Komme ich hier denn... Ich bin viel zu weit weg, aber auf der richtigen Ebene? Ich raff's nicht. Ich kann mich auch nicht hinstellen. Nochmal, ich habe keine Ahnung. Ach. Ach. Okay, ich habe nichts gesagt. Alles klar. Sorry, ich war verpeilt. Mal wieder. Das tut mir sehr leid. Was ist hier? Ach, wir können entweder durch die Tür oder hier durchkrabbeln. Dann krabbeln wir natürlich durch. Und finden hoffentlich Victoria. Es sieht leer aus. Wir sind natürlich falsch. Na, super. Einsatzziel vollendet. Ich weiß noch, als ich so alt war wie du. Gott, ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Oh, yeah, so ist es gut. Oh, 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 so schnell kann's gehen. Aber zur Sicherheit kriegst du noch einen kleinen Schocker. Hallo, Dexter. Ja, kein Problem, nur so ein Glatzkopf. Ihm gesagt, ich bin Profi. Ja, er schläft wie ein Baby. Oh Mann, das war jetzt echt aufwendig. 10.900 Punkte, naja. Naja, ist jetzt nicht so toll, aber was will man machen?